Liebe Comic-Fans, ich bin Lea vom Kanal Liberiarium und ich habe heute ein neues Video zum Gratis-Comic-Tag für euch. Der findet dieses Jahr am 9. Mai 2020 statt. Heute dreht sich alles um den Manga Blue Giant Supreme. Der ist von Shinichi Ichizuka. Ich stelle euch ja beim Gratis-Comic-Tag die Themen Blöcke, Bucketlist und Karriereziele vor. Da passt Blue Giant Supreme sehr gut rein, denn es geht hierbei um die Verwirklichung der Träume. Wir begleiten den Musiker Dai Miyamoto. In seiner Heimat in Japan ist er schon richtig bekannt für seine Musik. Und jetzt will er halt groß rauskommen und dafür nach Europa gehen. Er ist mit seinem Saxophon sozusagen ein richtiger Blue Giant des Jazz. Um seinen Traum zu verwirklichen, reist er völlig allein durch Europa, weil ihm Japan eben nicht mehr genug ist. Er fängt zum Beispiel in München an, was für ihn auch wahnsinnig schwer ist, weil er die Sprache einfach nicht beherrscht. Trotzdem gibt er nicht auf. Er sucht Plätze, an denen er üben und nachher auch spielen kann und er hofft, dass er damit irgendwann auch den Durchbruch in Europa erreicht. Ich finde, im Manga sind gerade die kulturellen Unterschiede sehr witzig dargestellt. Zum Beispiel sieht man Dai an einem deutschen Bahnschalter, wie er völlig verzweifelt davor steht und sich ein Ticket kaufen will und sich dann krass wundert, dass das Ticket so teuer ist. I feel you, Dai. I feel you. Der Manga ist also durchaus auch witzig gestaltet. Und ich hatte auch das Gefühl, dass der Manga einen so die ganze Zeit motiviert, bei seinen eigenen Zielen dran zu bleiben und dafür zu kämpfen. Gerade weil Dai sich auch nicht aus der Ruhe bringen lässt. Ob man jetzt halt Probleme beim Check-in im Hostel hat, weil beide Parteien nicht so gut Englisch können. Oder ob man anfängt, einfach an sich selbst zu zweifeln. Ich meine, Dai weiß ja auch noch nicht mal wirklich, ob die Leute in Europa gerne Jazz hören. Und dann müssen sie ja auch erstmal ganz spezifisch seine Musik mögen. Ich stelle mir das echt nicht einfach vor, von zu Hause alles einfach zurückzulassen und ins Unbekannte aufzubrechen. Vor allem eben auch den eigenen Weg zu gehen und das finde ich echt mutig. Am 28. April erscheint der Manga bei Carlsen Comics. Und ich bin schon mal gespannt, ob euch Dai mit seiner Musik so begeistern kann, wie er mich in seinen Bann gezogen hat. Spielt ihr eigentlich auch ein Musikinstrument? Ich persönlich kann ja wirklich gar kein Instrument spielen, außer eins. Beim Gratis-Comic-Tag sind vom Carlsen Verlag auch noch Ein Leben für den Fußball und die Campbells mit von der Partie. Wenn ihr am 9. Mai also die Läden stürmt, dann haltet doch mal danach Ausschau. Das war's heute auch von mir. Ich bin Lea vom Kanal Liberiarium. Ihr findet mich auf Facebook, Twitter, Instagram und YouTube. Oder ihr schaut direkt auf meinem Blog www.liberiarium.de vorbei. Alle Infos zum Gratis-Comic-Tag findet ihr auf www.gratiscomictag.de oder unter dem Hashtag GCT2020. Wir sehen uns und bis bald. Ciao!